Dr. Schmidt, Herr Faubel, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte gerade anfügen, als Herr Faubel so ein bisschen auf seine vierklassige Grundschule und Mittelstufe ansprach, dass ich das toppen kann. Aber er hat das ja nun selber schon gesagt. Ich war in einer einklassigen Volksschule in Nordhessen. Ich sage das vorweg deshalb, weil ich der Ansicht bin, dass wir ein bisschen was von der Lernkultur, die damals notwendig war, zurückgewinnen müssen. Ich werde das im Weiteren auch an konkreten Beispielen noch verdeutlichen. Es ging darum, dass Kinder miteinander lernen mussten, dass sie wechselseitig Verantwortung übernehmen mussten. Der Lehrer, die Lehrerin brauchte Assistenten, Tutoren, Hilfskräfte, die in der Lage waren, in eigener Regie zu lernen. Das ist auch etwas, was wir heute verstärkt anbahnen müssen, ganz sicher. Nur die Forderung ist das eine und die Realisierung dieser Forderung ist das andere. Dass Kinder selbstständig sein sollen, sagt sich so leicht. Aber wie kriegen wir sie dorthin? Und wir können feststellen, dass der offene Unterricht für sich genommen noch nicht die Problemlösung bedeutet. Der offene Unterricht ist nur dann ein sinnvolles pädagogisches Instrument, wenn die Schüler und Schülerinnen in der Lage sind, in eigener Regie zu arbeiten und die entsprechenden Basiskompetenzen haben, um dieses Lernen in eigener Regie auch erfolgreich zu bestreiten. So gesehen ist die Öffnung des Unterrichts zu unterfüttern. Darüber werde ich einiges im weiteren Verlauf noch verdeutlichen. Ich freue mich, das zeigt sich ja auch hier bei dieser Themenformulierung, dass wir explizit den Unterricht in diesen Titel aufgenommen haben. Vor einigen Jahren wurde von Schulentwicklung und Organisationsentwicklung geredet. Gott sei Dank sind wir mittlerweile etwas konkreter geworden und reden ganz bewusst und dezidiert von Unterrichtsentwicklung. Unterrichtsentwicklung ist der Kern der Schulentwicklung. Ich denke, da sind wir uns mittlerweile bundesweit einig. Nordrhein-Westfalen ist sehr früh eigentlich diesen Weg gegangen. Der Modellversuch Schule und Co. hat diese Unterrichtsentwicklung ins Zentrum gestellt seit 1998. Das war für mich ein großes Erprobungsfeld. Dafür bin ich auch dankbar, weil ich vieles, was ich bis dahin so entwickelt hatte, in größerem Stile hier in Nordrhein-Westfalen, also in Herford, also im Kreis Herford und in Leverkusen dann umsetzen konnte. Daraus sind eine Reihe von Erkenntnissen erwachsen, die Sie in meinem Vortrag dann auch wiederfinden werden. Lehren und Lernen im Umbruch habe ich das Ganze genannt, Kompetenzvermittlung im Schulalltag. Wir reden von neuen Kompetenzen, die wir brauchen. Wir sprechen davon, dass wir vom Wissen zum Können gelangen müssen. Das ist richtig. Nur die Gretchenfrage ist, wie diese Kompetenzvermittlung angegangen wird. Vieles, was bisher läuft, bleibt auf der Metaebene. Neue Bildungsstandards betreffen die Metaebene. Wir können neue Bildungspläne entwickeln, das ist auch zunächst die Metaebene. Wir können neue Leistungsvergleichsstudien, Vergleichsarbeiten entwickeln. Auch das ist zunächst einmal die Metaebene. Es entscheidet sich, wie die Frau Ministerin vorhin gesagt hatte, in der Tat der Erfolg der Unterrichtsreform in Verbindung mit dem konkreten Handeln der Lehrer und Lehrerinnen und der Schüler und Schülerinnen. Und dieses Repertoire der Lehrer und Lehrerinnen muss sich weiterentwickeln. Und zur Weiterentwicklung dieses Repertoires brauchen wir Unterstützungssysteme. Ich denke, ja, das A und O der Unterrichtsreform sind die Unterstützungssysteme, nicht die neuen Pläne. Dorisch hat kürzlich mal bei einer Diskussion gesagt, die Deutschen sind Weltmeister im Planen und Konzipieren von Reformen. Aber sie sind Dilettanten im Bereich der praktischen Umsetzung. Und da denke ich, ist etwas dran. Deshalb will ich mit meinem Vortrag auch einen Beitrag zur Operationalisierung dieser Kompetenzvermittlung leisten und werde dann auch sehr konkret werden. Dass wir wachsenden Reformdruck haben im Lande, das ist, denke ich, muss ich hier nicht näher erläutern. Ich habe mal vier Felder angedeutet, die Ihnen allen bekannt sind und die für mich klar machen, dass wir uns auf Dauer nicht um die Veränderung des Unterrichts herumdrücken können. Es gibt ja immer so die beliebte Strategie des Unterlaufens, des Aussitzens, das wird uns wirklich nicht gelingen. Denn der Druck kommt von verschiedenen Seiten. Die neuen Bildungsstandards habe ich hier erwähnt, die dann in die Bildungspläne auch und in die Kernlehrpläne und so weiter einfließen. Wir haben neue Prüfungen,
Prüfungsmodalitäten im berufsbildenden Bereich, Projektprüfung, Präsentationsprüfung, in anderen Schularten. Wenn die Schüler darauf nicht entsprechend kleinschrittig und systematisch vorbereitet sind, dürfen wir nicht so prüfen. Das ist im Augenblick in Baden-Württemberg das Dilemma. Die Prüfungen sind bereits in Angriff genommen, aber der Unterricht ist noch nicht umgestellt. Und das ist eine juristische Falle. Also wenn Eltern klagen würden gegen diese Prüfungen, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie nicht recht bekämen, denn es darf nur geprüft werden, was entsprechend konsequent im Unterricht auch vorbereitet wurde. Also wenn wir Präsentationsprüfungen haben, müssen die Schüler kleinschrittig Rhetorik trainiert haben. Sie müssen kleinschrittig Visualisierung trainiert haben. Sie müssen kleinschrittig exzerpieren und gestalten und strukturieren von Sachverhalten gelernt haben. Sie müssen aber auch Kooperation und Koordination gelernt haben, weil die Präsentationsprüfung in der Regel mit einer Kooperation Situation verbunden sind, also vier Schüler, fünf Schüler müssen gemeinsam präsentieren. So gesehen müssen en miniature sehr viele Voraussetzungen erst geschaffen werden, damit diese Präsentationsprüfungen zumutbar werden. Ich will das nicht weiter vertiefen, also auch die neuen Prüfungen zwingen uns letztlich im Unterricht sehr konsequent Umstellungen vorzunehmen, und zwar praktisch. PISA drückt und wird weiterhin drücken, ich habe mit Schleicher neu gesprochen, sie versuchen in 2006, auch so in Richtung Assessment zu gehen, von den Prüfungsmodalitäten her, um auch Kommunikations- und Teamfähigkeit, Planungs- und Organisationsfähigkeit langsam in den Griff zu bekommen. Das ist mit den bisherigen PISA-Aufgaben noch nicht zu machen. Das Stichwort neue Medien ist hier bereits gefallen. Auch die neuen Medien sind nur ein Angebot zur Veränderung des Unterrichts. Wir sehen Land auf Land ab, dass die neuen Medien viel zu wenig genutzt werden, weil das Repertoire der Lehrkräfte noch nicht alltagstauglich da ist. Und um dieses alltagstaugliche Repertoire geht es mir. Ich habe die Leitfrage, die uns alle umtreibt, so formuliert: Unterrichtsentwicklung, aber wie? Also, dass wir Unterrichtsentwicklung brauchen, darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig, aber wie? Wir haben traditionell schon immer Reformen und Reförmchen gemacht. Es sind punktuelle Reformen und Reförmchen gewesen. Der eine hat in der dritten Stunde Montag ein Rollenspiel vorgesehen, das ist eine kleine Reform. Der nächste hat ein Projekt drei Tage später mal vorgesehen und einen projektorientierten Unterricht. Wieder eine andere hat die Schüler in Biologie eine Tabelle entwickeln lassen, also Konstruktionsarbeit veranlasst. Diese punktuellen Reformen und Reformchen haben wir seit Jahr und Tag. Was wir feststellen können, ist, dass sich die Lernkultur nicht geändert hat. Der Standard ist ziemlich gleich geblieben. Wir können aus neuen Untersuchungen entnehmen, dass 80% der Unterrichtszeit mit lehrerzentrierter Wissensvermittlung im Bereich der Sekundarstufe 1 und 2 ausgefüllt sind. Diese Hage und andere Studie, die ja in Nordrhein-Westfalen damals begonnen hat, 85, hatte zum Ergebnis, dass etwa 78% der Unterrichtszeit mit lehrerzentrierter Wissensvermittlung ausgefüllt sind. Die Fraunhofer-Gesellschaft liegt mit ihrer Studie bei über 80% lehrerzentrierte Wissensvermittlung. Eine andere Studie, die ich jetzt kürzlich gelesen habe, kommt sogar auf 83,8%. Was ich damit nur andeuten will, ich will mich darüber Prozentwerte nicht streiten, ist, dass ich offensichtlich das Grundmuster des Unterrichts, Baumann redet vom Unterrichtsskript, nicht geändert hat. Es wird nach wie vor sehr stark stoffzentriert und sehr stark lehreraktiv gestaltet. Und das ist das Grundproblem. Für mich ist die Frage, warum ist das so? Wir haben seit vielen Jahren kluge Erkenntnisse in Deutschland. Die Reformpädagogik ist eine deutsche Erfindung. Also auf der Erkenntnisebene mangelt es uns nicht. Das kann man ganz sicherlich festhalten. Ich stelle fest, aus meiner Sicht, dass wir bei den Reformbemühungen häufig abschreckend wirken. Es wird zu aufwendig reformiert, es wird zu perfektionistisch reformiert. Und auf diese Weise legen wir uns häufig dann selber Steine in den Weg, beziehungsweise wir produzieren die eigenen Ängste vor dem Versagen. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Ich hatte vor kurzem drei junge Leute bei mir bei einem Seminar, Fortbildungsseminar. Die haben mir stolz während dieses Seminars berichtet, sie hatten einen Lernzirkel gerade in Deutsch umgesetzt, reden sie. Und ich habe sie dann gebeten, mir doch mal nähere Informationen noch zu geben. Sie haben mir das geschildert, wie sie das gemacht hatten und was sie gemacht haben. Je länger sie mir berichtet haben, umso unsicherer wurde ich, ob das alltagstauglich ist. Ich habe sie dann gebeten, mir am nächsten Tag doch mal die Materialien mitzubringen.
Meine Damen und Herren, das hat mich fast erschlagen. Sie kam am nächsten Tag mit 36 perfekt gestalteten DIN A4 Blättern. Informationsblätter zu dem Themenbereich, Differenzierungsblätter, Arbeitsblätter, Selbstkontrollblätter. Das, was mich nachdenklich gemacht hat, es waren Blätter. Was das mit der neuen Lernkultur zu tun hat, das will ich einfach mal als Frage im Raum stehen lassen. Es waren Blätter, in die die Schüler irgendetwas eintragen mussten. Es waren auch Blätter, die in hohem Maße von Verlagen abgeleitet wurden. Es gibt ja auch Verlage, die sehr viel, wenn sie so wollen, Aktionismus auf diese Weise auch unterstützen. Ich will das insgesamt als Problemanzeige formulieren. Ich habe Sie dann gefragt, wie lange Sie denn daran gesessen hätten, diese ganzen Materialien zusammenzustellen, zu loopen und selbst zu produzieren. Sie haben das wahrscheinlich als kleines Kompliment aufgefasst und haben mir dann mit stolzen Augen berichtet. 2 Wochenenden hätten Sie zusammen verbracht und einen Freitagnachmittag und Abend. Sie waren alle noch unverheiratet. Hatten keine Kinder, keine sonstigen Verpflichtungen. Ich will das nur so am Rande einfügen. Es kam dann die ja nicht vermeidbare zweite Kontrollfrage: Und wie lange beschäftigt das die Schüler? Wenn das jetzt eine Unterrichtsvorbereitung für ein halbes Jahr gewesen wäre, wäre das Aufwand-Ertragsverhältnis in Ordnung gewesen. Denn eine Reform wird nur Erfolg haben, wenn das Aufwand-Ertragsverhältnis stimmt, für den Einzelnen bewältigbar ist. Sie haben mir dann gestanden, 3 Unterrichtsstunden dauerte dieser Lernzirkel. 3 Unterrichtsstunden. Ich habe dem jungen Mann, der dabei war, die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, pass auf, ich will euch einen Rat geben. Erzählt das niemandem weiter. Denn wenn ihr das in eurer Schule, in eurem Kollegium erzählt, werden die sich an den Kopf packen und werden sagen, das hatten wir doch schon mal. Wenn das die Reform ist, wollen wir besser nicht anfangen. Und das finde ich bedauerlich. Ich bin ein absoluter Reformbefürworter, das dürfen auch alle wissen, die meine Literatur kennen. Ich sehe aber, dass wir häufig die Reformen so aufwendig und umständlich und perfektionistisch angehen, dass wir abschreckend auf die große abwartende Masse in den Kollegien wirken. Also die Pioniere, diese 15-20% oder 10-20% der wirklich sehr, sehr engagierten und innovationsbereiten Lehrkräfte wirken häufig nicht als gute Vorbilder, sondern als abschreckende Beispiele. Und deshalb müssen wir die Reform so gestalten, dass sie einfacher wird, dass sie mit einem minimalen Vorbereitungsaufwand möglich wird und dennoch eine sehr intelligente und effektive Lernarbeit zur Folge hat. Ich werde Ihnen nachher ein Beispiel verdeutlichen, wie das gehen kann. Genau an dieser Quadratur des Kreises arbeiten wir. Wir wissen in Deutschland über guten Unterricht viel, aber wohlgemerkt, wir praktizieren das häufig eher abschreckend. Das Grundproblem sind nach meiner Wahrnehmung die tradierten Lehr- und Lernroutinen. Wir haben alle durch unsere Ausbildung, und ich habe ja auch mal eine Ausbildung in Hessen gemacht, ich bin also in Hessen als Lehrer sozialisiert, war an einer großen integrierten Gesamtschule dort einige Jahre tätig. Wir haben gelernt, Tafelbilder zu entwickeln, Tafelbildroutinen als Stichwort. Wir haben gelernt, das lehrergelenkte Unterrichtsgespräch zu führen, also Routinen im Bereich des lehrergelenkten Unterrichtsgesprächs. Wir haben natürlich als Fachleute einen Vortrag aus dem Stegreif halten können, Vortragsroutinen. Wir haben auch Sanktionsroutinen. Man weiß, wenn Schüler A dieses tut, reagiere ich so, da gibt es gewisse Reaktionsroutinen. Das sind alles an lehreraktive und lehrerzentrierte Routinen. Und dieses Grundmuster kriegen wir nicht richtig weg, auch deshalb nicht, weil die 45 Minuten geradezu zwingen, diese Routinen konsequent einzusetzen. Wir müssen auch vom 45-Minuten-Takt einfach wegkommen. Weil dieser 45-Minuten-Takt in hohem Maße den Zeitrahmen für den lehrerzentrierten, lehrerdominanten Unterricht bildet, egal wie wir es drehen und wenden. Ich habe noch gelernt, eine Stunde zu entwickeln und Sie wahrscheinlich alle ganz ähnlich, indem ich Feinziele formuliert habe und Grobziele formuliert habe und die didaktische Analyse vorgenommen habe. Ich wusste das Tafelbild, bevor die Stunde begann. Ich wusste genau, was ich am Ende haben will, beziehungsweise auch haben muss, um eine gute Note zu bekommen. Folglich konnte ich die Schüler nicht loslassen, sie sind ja unberechenbar. Also habe ich so gefragt, dass die cleveren Schüler wussten, was ich brauche. Das nennt man Impulstechnik. Ich spreche auch mittlerweile, und das meine ich sehr ernst, von Suggestivpädagogik. Weil man so fragen kann, dass man seine eigenen Antworten gleichsam wie das Echo bekommt. Und dann entwickelt
der Lehrer das Hafenbild, das ist ja interessant, nicht die Schüler strukturieren Wissen, sondern der Lehrer strukturiert Wissen in der Regel. 60-80% der im Unterricht gesprochenen Worte werden von Lehrerseite gesprochen. Auch das ist dann Dante. So gesehen haben wir durch die Hintertür ein hochgradig belastendes Szenario für Lehrkräfte. Ein vermeintlich erfolgreiches, weil der Lehrer zu seinem Ergebnis kommt. Unterrichten. Und wir haben letztlich ein relativ folgenloses Arbeiten und Lernen auf Schülerseite. Wir haben mal getestet, was Schüler 20 Minuten, nachdem ein Lehrer längst Unterrichtsgespräch gelaufen ist, noch erinnern konnten. Wendler hat mal im Zusammenhang mit der Nordirland-Berichterstattung solche Tests gemacht. Vielleicht können sich manche noch erinnern, in den 80er Jahren war das. Das hat mich inspiriert, etwas Ähnliches zu machen. Ich habe selber ein 20-minütiges, einmal in der 9. Klasse, einmal in der 10. Klasse, einmal in der 11. Jahr geschult. Ein etwa 20-minütiges Lehrergelenkse-Unterrichtsgespräch vorbereitet. Ich habe es geführt, es gab zwei Beobachter, die haben registriert, wer sich beteiligt, mit, in welchem Kontext, bei welcher Frage und was er sagt oder sie. Dann haben wir anschließend, nachdem dieses Lehrergelenkse-Unterrichtsgespräch abgeschlossen war, die Schüler in einen Nebenraum gebeten, die sich beteiligt hatten. Interessant war, wie viele waren es? Zwischen 4 und 7. Wenn wir annehmen könnten, dass alle anderen aufmerksam zugehört hätten und konstruktiv mitgedacht hätten, wäre das ja auch noch in Ordnung. Nur in aller Regel ist es ein, wenn Sie so wollen, ein Ausklinken, was bei den anderen stattfindet. Es gibt sehr viel Gedankenlosigkeit im Rahmen dieses Unterrichts. Was aber noch erschütternder war, diese 4 bis 7 Schüler, die dann im Nebenraum saßen, wurden beauftragt, sie sollten doch mal überlegen, in welchem Kontext, bei welcher Frage sie sich beteiligt hätten und was sie gesagt hätten. Wir haben ja noch erwartet, dass sie das Gesagte nicht mehr so richtig rekonstruieren können, aber dass sie häufig sich schon nicht mehr erinnern können, um was ging es überhaupt? 20 Minuten vorher. Das war erschütternd. Mir hat das einmal mehr bestätigt, dass wir damit zwar zu unseren Ergebnissen kommen, dass aber auf dem Weg zu diesen Ergebnissen relativ wenig konstruktive und nachhaltige Lernarbeit auf Schülerseite stattfindet. Deshalb, denke ich, müssen wir die Lehr-Lernroutinen der Lehrkräfte verändern und natürlich auch dann die Lernroutinen in der Folge der Schüler. Wir brauchen ein neues Unterrichtsskript. Und dieses Unterrichtsskript muss routinebesetzt sein. Also das ist für mich mittlerweile etwas ganz Wichtiges, weil Lehrkräfte darauf angewiesen sind, auf Routinen zurückzugreifen. Sie haben nicht die Zeit, aufwendig Unterricht neu vorzubereiten. Insofern brauchen wir Stegreifkompetenzen. Ich wage es, das so zu formulieren. Stegreifkompetenzen. Aus dem Stegreif müssen andere Lernabläufe sozusagen zufliegen. Wie wir das trainieren mit Lehrkräften in Workshops, in Trainingsseminaren, das werde ich gleich am Beispiel nochmal verdeutlichen. Also nötig sind, Fazit, neue Routinen und Verfahrensweisen. Und dazu brauchen wir Lehrertraining, wir brauchen das Erfahren, wir brauchen aber in der Folge auch Trainer und Trainerinnen, wir brauchen auch Rahmenbedingungen, damit diese Art der intensiven Fortbildung stattfinden kann. Also wenn wir hier nicht in die Unterstützungssysteme und in die Fortbildung der Lehrkräfte investieren, müssen wir uns nicht wundern, wenn vieles, was im Augenblick auf der übergeordneten Ebene an neuen Konzepten ins Land gesetzt wird, folgenlos bleibt. Also ich bin absolut für die Reformansätze, die derzeit politisch verfolgt werden, damit es da kein Missverständnis gibt. Aber ob aus diesen Reformansätzen etwas Praktisches wird, das entscheidet sich letztlich bei den Lehrkräften und bei den Schülern und Schülerinnen. Und da brauchen wir ein verändertes Repertoire, das alltagstauglich ist. Neue Kompetenzen sind gefragt, das nur noch mal so als Übersicht, damit Sie mal sehen, was wir alles so machen müssen. Mit dem klassischen Unterrichtsskript können wir viele dieser Kompetenzen per se nicht vermitteln. Wenn ich Methodenkompetenz nehme, wenn der Lehrer strukturiert, der Lehrer visualisiert, der Lehrer nachschlägt und sagt, schlag bitte Seite 43 auf, dann sind die eigentlichen methodischen Leistungen von Lehrerseite vollbracht. Die Schüler werden häufig in die Situation gestellt, nachzuvollziehen. Oder einfach das, was beauftragt oder angewiesen wird, zu machen. Kooperationsfähigkeit muss gelernt werden. Wir haben heute viele Kinder, die von Hause aus kein hinreichendes Sozialverhalten mitbringen. Alle modernen Unterrichtsformen aber sind auf Partner- und Gruppenarbeit zumindest phasenweise angewiesen. Anders geht es gar nicht, denn wir brauchen Helfersysteme, Stützsysteme, damit diese Offenheit nachher auch gefüllt wird. So gesehen
Ist es nötig, dass wir die Unterrichtsarbeit so verändern, dass verstärkt diese Basiskompetenzen en miniature angebahnt und vorbereitet werden? Denn zu sagen, der Schüler braucht Kommunikationskompetenz, das ist ja relativ abstrakt. Kommunikationskompetenz besteht aus sehr vielen Teilkompetenzen. Methodenkompetenz besteht aus sehr vielen Teilkompetenzen. Und diese Teilkompetenzen müssen wir systematisch fordern und fördern. Und zwar mit System. Also nicht punktuell, wenn ich den Eingangspunkt nochmal aufgreifen darf, nicht sporadisch, nicht zufällig, nicht unverbindlich, sondern mit mehr Verbindlichkeit, mit mehr Konsequenz und mit mehr Systematik. Was das heißt, will ich deutlich machen, das ist auch das, was ich bei Schule und Co. fand, was auch bei selbstständiger Schule jetzt in vielen Schulen sich wieder niederschlägt. Wir fangen an mit systematischem Lehrertraining, nicht weil wir den Lehrkräften nicht zutrauen, sondern weil wir gemerkt haben, dass durch die traditionelle Prägung aus der eigenen Schulzeit und aus der eigenen Ausbildungszeit dieses klassische Unterrichtsskript hochgradig gefestigt ist, das ich vorhin skizziert habe. Wenn wir ein neues Unterrichtsskript institutionalisieren und etablieren wollen, brauchen wir neue Routinen auf Lehrerseite, ich habe das angedeutet, und entsprechendes Erfahrungslernen. Die meisten Menschen ändern ihr Repertoire nur, wenn sie aus Erfahrung wissen, wie es anders geht und dass es anders erfolgreich geht. Und diese Erfahrungen fehlen in hohem Maße. Wir haben nicht ein Erkenntnisproblem, wir haben ein Erfahrungsproblem. Viele der Methoden, die heute den Lehrkräften empfohlen werden, sind aus der eigenen Schulzeit und aus der eigenen Ausbildungszeit nicht vertraut. Das ist unser Hauptmanko. Deshalb bräuchten wir eigentlich in der ersten Phase schon sehr viel stärker Erfahrungslernen. Man könnte ja fachdidaktische Ansätze auch mal im Rahmen eines Hearings erarbeiten. Dann hätte man die Methode des Hearings einschließlich der Reflexionsphase und Auswertungsphase miterledigt. Man könnte ja auch mal zu lernpsychologischen Ansätzen eine Pro- und Kontra-Debatte einführen in den Seminaren. Also man könnte moderne Methoden in authentischer, in glaubwürdiger Weise koppeln. Es geschieht viel zu wenig in der ersten Phase. In der zweiten Phase ist der Zeitdruck groß, das will ich gerne zugestehen. Aber ich bin der Ansicht, weniger ist mehr, wenn wir uns daran halten, wäre das wahrscheinlich auch für die zweite Phase ein guter Ratgeber. Exemplarisch neue Methoden praktizieren, damit junge Leute nicht nur von neuen Methoden hören und Kenntnis haben, sondern diese neuen Methoden aus eigener Erfahrung auch mal erlebt haben und einschätzen können. Das ist der Schlüssel für das eigene Tun. Darauf aufbauend gibt es systematisches Schülertraining, auch da der Begriff Systematik als Attribut. Dieses systematische Schülertraining umfasst das Training elementarer Lerntechniken, Arbeitstechniken, vom Markieren, Strukturieren, Exzerpieren, Visualisieren bis hin zu irgendwelchen Fragetechniken, die eingeübt werden müssen. Ich habe eines gelernt, dass wir da nicht zu viel voraussetzen dürfen. Viele Schüler sind nicht in der Lage, ihren eigenen methodischen Weg reflektiert zu gehen. Und wenn wir weiterkommen wollen und Unterricht auch überzeugend öffnen wollen, dann müssen wir ihnen diese Mikrokompetenzen verstärkt vermitteln. Das gilt auch im Bereich Kommunikation und Präsentation. Wenn Sie sehen, wie jämmerlich viele Schüler aus dem Stand heraus bei Präsentationen da vorne stehen und wie sie nach 14 Tagen oder 4 Wochen konsequenter Trainingsarbeit selbstbewusst da vorne auftreten, das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Es ist nicht nur lernbar, es ist auch relativ schnell lernbar. Die Kinder lechzen geradezu danach, es zu lernen, wie es im Detail geht. Nur es muss angeboten, geübt, reflektiert, in Regeln überführt, neu geübt, wieder reflektiert, die Regeln werden verfeinert, wieder geübt, neu reflektiert. Das ist Training. So wie Sie auch nicht, wenn Sie Hochsprung trainieren wollen, sich einen Film zeigen lassen, wie jemand über 2,20 Meter gesprungen ist und dann springen Sie nach, das klappt auch dort nicht. Und so ähnlich ist das in der Schule auch. Es muss kleinschrittig und redundant gemacht werden, damit die Routinen sich weiterentwickeln. Auf diesen Basiskompetenzen ruht das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen. Doch das ist etwas, was wir uns klar machen müssen. Das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen bis hin zur fächerübergreifenden Projektarbeit, das ist eine Hochform des eigenverantwortlichen Arbeits und Lernens, ist sehr voraussetzungsreich. Also wenn ein Projekt gelingen soll, müssen die Schüler zig Mikrokompetenzen wirklich zuverlässig beherrschen. Und daran mangelt es in hohem Maße. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben mal etwa 2000 Schüler markieren lassen, einen Standardtext
in der 6. Jahrgangsstufe, 8. Jahrgangsstufe, 10. Jahrgangsstufe, 12. Jahrgangsstufe und auch dann in der berufsbildenden Schule Banker, von denen man ja meint, die sind also recht clever, älter waren sie schon, haben wir auch markieren lassen. War eigentlich immer das Gleiche, es wurde viel zu viel markiert, es wurde völlig unsystematisch markiert. Wenn das Markieren schon nicht gelingt in der Breite, wie soll denn das Exzerpieren gelingen? Wie soll denn nachher das Strukturieren von Wissen gelingen? Wie soll denn das Vernetzen dieses intelligenten Wissens klappen, von dem Weinert spricht? So gesehen muss so eine Mikrokompetenz wie das Markieren kleinschrittig, sehr elementar geübt werden, reflektiert werden, es müssen Regeln entwickelt werden, neu geübt, angewandt. Es muss ein Lernschwerpunkt für eine kurze Zeit auch sein. Und da sehe ich halt, dass viele Lehrkräfte einfach das zu wenig im Blick haben, sich durch den Stoffdruck auch häufig daran gehindert fühlen, diese Dinge konsequenter und systematischer zu machen. Wozu soll das Ganze führen? Zu mehr Lernkompetenz und Lernerfolg. Ich denke, da sind wir uns wieder einig. Ich will jetzt das ein bisschen konkretisieren, damit Sie sehen, wie kann so dieses alltagstaugliche Repertoire weiterentwickelt werden, alltagstauglich. Wie kann das Aufwand-Ertragsverhältnis möglichst günstig gestaltet werden? Und wie kann eine intelligente Lernorganisation mit breiter Kompetenzförderung erreicht werden? Und Sie werden sehen, wie an einem sehr simplen Beispiel, das sich bereits ablesen lässt. Ich habe ganz bewusst den Lehrervortrag genommen als Ausgangspunkt. Also ich bin da der Ansicht, wir brauchen Lehrersteuerung, nicht Lehrerdarbietung. Das ist was anderes als Lehrersteuerung. Weinert hat ganz bewusst und sicherlich zu Recht gesagt, dass Rahmensteuerung zwingend notwendig ist, damit das Gros der Schüler überhaupt weiß, wohin die Reise beim Lernen geht. Also Rahmensteuerung, Zeitvorgaben, Produktvorgaben, Materialvorgaben. Es geht nicht darum, dass die Schüler ihr Thema selber bestimmen. Wenn sie sehr clever sind, sollen sie das auch mal machen, aber das ist nicht der Regelfall. So gesehen brauchen wir Rahmenlenkung und, wie gesagt, wir brauchen auch Skills, Werkzeuge, die die Schüler einsetzen können. Ausgangspunkt ist eine Lehrererzählung gewesen in diesem konkreten Beispiel zum Leben der Ritter auf Burg Trifels. 4. Jahrgangsstufe. Wir haben es auch in der 5. Jahrgangsstufe, dann in der Mittelstufe nochmal genannt. Der Lehrer hat seit Jahr und Tag seine Erzählung den Schülern angeboten. Die dauerte in dieser konkreten Situation etwa 8 Minuten. Er hat Bescheid gewusst, wie das damals auf dem Trifels zuging, so im Mittelalter, und hat es den Kindern erzählt. Die entscheidende Frage ist, was geschieht denn anschließend? Kommt jetzt das lehrergelenkte Unterrichtsgespräch, dann sind wir im alten Muster. Oder kommt jetzt die Tafelbildarbeit des Lehrers gleich, dann sind wir auch im alten Muster. Ich will Ihnen deutlich machen, wie man es ändern kann. Also erstmal die Lehrererzählung anhören, ist noch was sehr Konventionelles. Mitschreiben ist schon was Neues. Wir haben in der Grundschule sie auch zeichnen lassen. Also während die Erzählung vorgetragen wurde, mussten die Schüler so das, was ihnen gerade an Bildern in den Kopf kam, zeichnerisch fassen. Das Interessante war, das Zeichnen war ergiebiger als das Mitschreiben. Also weil es offensichtlich den Grundschülern noch geläufiger war. Nächster Schritt ist deshalb nicht jetzt das lehrergelernte Unterrichtsgespräch, nicht die Tafelbildarbeit des Lehrers, sondern eine Nachhilfephase. Ich nenne das bewusst organisierten Nachhilfeunterricht. Denn beim Lehrer, bei der Lehrererzählung gibt es viele Schüler, die verschiedene Dinge nicht verstanden haben auf Anhieb, die bestimmte Begriffe nicht kapiert haben, die Zusammenhänge nicht verstanden haben, die vielleicht auch kurz nachgedacht haben und schon ist die Lehrperson wieder 3 Sätze weiter. Das kennen wir alle. So gesehen, wenn der Lehrerinput einen Sinn machen soll, brauchen wir eine Verarbeitungsphase, eine Rekonstruktions- und eine Klärungsphase. Das ist die zweite Phase. Wenn ich aber jetzt die Schüler, die nebeneinander sitzen, als Helfersystem definiere, dann bekomme ich deshalb ein Problem, weil diejenigen, die nebeneinander sitzen, häufig zu ähnlich sind. Also entweder sie haben alle kein Interesse, dann passiert nichts, oder sie sind alle hyperstark, dann können sie auch Einzelarbeit machen, dann haben sie es alle für sich genommen. Deshalb werden Zufallstrios durch Abzählen, durch Losverfahren etc. gebildet. Die klären Begriffe, klären Zusammenhänge, also es ist so etwas wie eine Nachhilfephase. Jetzt kommt im Sinne der modernen Lernforschung eine Strukturierungsphase. Das Wissen wird vernetzt. Es wird eine Mindmap erstellt zum Leben der Ritter auf Burg Trifels. Das ist schon ein hoher Anspruch. So etwas ähnliches wie das Tafelbild, das der Lehrer dann zum Leben der Ritter gegebenenfalls entwickelt. Also die Schüler sollen eine Mindmap entwickeln, da lassen wir Partnerarbeit noch zu, weil der Einzelne unter Umständen schnell überfordert ist. Nächster Schritt dann, wenn jeder so eine individuelle Mindmap hat, geht es darum zu reverbalisieren. Also die Mindmap ist ein Rekonstruktionsschritt. Und der Vortrag im Doppelkreis, DK heißt Doppelkreis, also die Schüler stehen sich immer paarweise gegenüber, sodass bei 30 Kindern 15 zur gleichen Zeit
über das Leben der Ritter einen kleinen Vortrag halten, einem Zufallspartner gegenüber wieder. Dann habe ich Kommunikationspflege und ich habe fachliche Vertiefung. Der nächste Schritt, ausgeloste Spieler präsentieren im Plenum. Und jetzt merken wir, dass dieses Strickmuster eine hohe Verbindlichkeit deshalb erzwingt, wenn Schüler in Phase 1 nicht zuhören, muss ich sie nicht gleich tadeln, sondern sie werden ohne Ende Probleme bekommen. Und zwar durch die Mitschüler. Ich rede von den Mitschülern als Miterzieher und Hilfslehrer, wenn Sie so wollen. Der Erwartungsdruck kommt von den Mitschülern. Und wenn wir heute 25 bis 30 oder manchmal auch mehr Kinder in der Klasse haben, können wir nicht jeden Einzelnen betreuen und fordern, das ist eine Illusion. Deshalb, wenn von individueller Förderung gesprochen wird, kann das in deutschen Schulen bei der Lehrer-Schüler-Relation nicht über die Lehrpersonen in dieser Ausschließlichkeit laufen. Wir brauchen Assistenten und Hilfskräfte und da bin ich wieder bei der einklassigen Volksschule. Denn wir bekamen in der 7. Klasse zum Beispiel den Auftrag, wir sollen einen Test entwickeln zum Dreisatz für die 5. Klasse. Und anschließend hat die 5. Klasse unseren Test geschrieben, dann bekamen wir die ausgefüllten Blätter und hatten zu korrigieren. Dann gab es draußen auf dem Flur Nachhilfeunterricht. Dann wurden die Fehler besprochen, die 7. Klässler haben sich den 5. Klässlern zugewandt, die 4. Klässler haben ein Märchen geschrieben für die 1. Klasse oder die 2. Klasse, anschließend haben sie das der 1. und 2. Klässlern erzählt. Also wir hatten altersheterogene und leistungsheterogene Gruppen und davon müssen wir ein bisschen was zurückgewinnen, habe ich eingangs gesagt, und das sehen Sie hier. Also, wenn Schüler zu mehr Verbindlichkeit im Rahmen des sich öffnenden Unterrichts veranlasst werden sollen, brauchen wir einen Mechanismus, der sie fordert. Und wenn sie in Phase 1 nicht zugehört haben, in Phase 2 nicht gefragt haben, das, was sie nicht gleich verstanden haben, kriegen sie in Phase 3 gegenüber diesem Zufallspartner, also diesem Zufallspartner, es wird ja eine Tandemarbeit sein, gewisse Schwierigkeiten. In Phase 4 kriegen sie auf alle Fälle Schwierigkeiten. Und es gibt nichts Schlimmeres, als von Mitschülern getadelt zu werden. Das ist so mein Eindruck zumindest. Also der Tadel durch Mitschüler ist für viele schlechter auszuhalten als der Tadel durch den Lehrer oder die Lehrerin. So gesehen entsteht Erwartungsdruck, der ganz systematisch von Schülerseite her aufgebaut wird. Nächster Schritt könnte sein, dass jetzt Quizkärtchen zum Leben der Ritter entwickelt werden. Das ist Lernkarteiarbeit und gleichzeitig Training von Fragetechnik. Also die Schüler und Schülerinnen überlegen, auf welche Fragen hat der Lehrer uns eigentlich Antwort gegeben. Jetzt müssen sie mit dieser W-Palette, wer, wann, wie, wo, was, warum und so weiter arbeiten. Wenn wir später Helfersysteme haben wollen, müssen die Schüler in der Lage sein, präzise zu fragen, sonst wird das Ganze mit dem Helfersystem auch nicht klappen können. Insofern ist das en miniature ein Training im Blick auf spätere, komplexere Helfersituationen im Rahmen von Projekten oder Planspielen oder was immer da kommt. Anschließend kann man ein regelgebundenes Frage-Antwort-Spiel, das ist Interaktions- und Kommunikationstraining, ansetzen. Ein Schüler, die erste Frage stellen wollen, melden sich, dann melden sich praktisch alle, weil die das ja auf Papier haben. So, ich gebe das Wort an einen Ersten weiter, der stellt seine Frage. Wer die Antwort weiß, meldet sich. Der Fragesteller gibt das Wort weiter, indem er einen Gegenstand zu dem betreffenden Kandidaten hinträgt. Dieser betreffende Kandidat muss den Fragesteller anschauen, das ist die erste Schwierigkeit, Blickkontakt zum Fragesteller aufnehmen. Es gibt viele Schüler, die antworten dem Lehrer, obwohl ein Schüler gefragt hat. So gesehen, wenn wir nachher miteinander reden haben wollen, müssen wir das sehr kleinschrittig, sehr elementar in den Blick bringen, ins Bewusstsein heben. Zweitens, also nicht nur Blickkontakt halten, wenn Sie die Frage gestellt hätten, müsste ich erstmal zu Ihnen hinschauen und nicht zum Lehrer, der da hinten steht. Der zweite Punkt, es muss erst die Frage wiederholt werden. Wir haben nämlich Schüler, die antworten auf Fragen, die gar nicht gestellt worden sind. So gesehen, wenn wir Zuhörer haben wollen, müssen wir das ritualisieren. So etwas machen wir im Rahmen der Methodenpflege dann auch im Fachunterricht. Denn es geht hier um das Leben der Ritter, also um ein Geschichtsthema. Und in Verbindung mit diesem Geschichtsthema wird Interaktionspflege, also Methodenpflege im kommunikativen Bereich betrieben. Wenn derjenige die Antwort dann gegeben hat, dem das Wort erteilt wurde, nachdem die Frage richtig wiederholt wurde, die Antwort nicht ganz richtig ist, muss derjenige, der die Frage gestellt hat, der ja auf der Rückseite seines Kärtchens die Antwort haben sollte, mit zwei Händen das signalisieren. Das ist ein Einspruchszeichen. Wenn der Schüler, obwohl ich als Lehrer auch wahrnehme, das ist fachlich nicht ganz korrekt, wenn der nicht einschreitet, werde ich in die Klasse hineinfragen, ich habe festgestellt, das war nicht ganz korrekt. Wer möchte korrigieren?
Wenn niemand korrigiert aus der Klasse, melde ich mich. Ich melde mich als Lehrer, weil die Rituale dann auch von Lehrerseite eingehalten werden müssen und dann kommt von Lehrerseite die Korrektur. Das heißt, wir haben eine Qualitätskontrolle zunächst einmal verantwortlich bei den Schülern angesiedelt, aber im Notfall dann eben auch beim Lehrer. Das Interessante ist, dass sie als Lehrer, als Lehrerin häufig gar nicht mehr gebraucht werden. Es ist ein Instrument zur Lehrerentlastung per excellence. Und wir brauchen Entlastung in den Schulen, das kann ich ganz sicherlich sagen, weil ansonsten keine Reform funktionieren kann. So gesehen haben wir es zum Teil selbst in der Hand, uns durch die Lernorganisation, das Unterrichtsskript, auch in hohem Maße Entlastung zu verschaffen. Denn wenn Sie diesen Ablauf, mal nehmen, dann können Sie sagen, die Lehreraktivität liegt bei etwa 10 Minuten, es ist eine Doppelstunde gewesen, und die Schüler sind 70 bis 80 Minuten, immer wieder gefordert durch Mitschüler, unterstützt durch Mitschüler selbst am Werken. Ich habe fett gedruckt die verschiedenen Kompetenzen hervorgehoben, sodass Sie sehen, es wird nicht nur der Inhalt geklärt, mehrstufig, sondern es wird auch ganz vielschichtig Kompetenzförderung betrieben im Sinne moderner Bildungsstandards. Und das ist für mich eine intelligente Lernorganisation, weil es mit einem minimalen Vorbereitungsaufwand zu einer vielschichtigen, intensiven Lernarbeit der Schüler führt. Und das trainieren wir in den Workshops, weil wir merken, dieses Unterrichtsskript ist den Lehrkräften nicht so ganz einfach beizubringen. Sie fallen immer wieder zurück in das traditionelle Planungsmuster. Sie gehen vom Stoff aus, von ihrem Tafelbild aus. Also sie planen sehr linear auf ihre inhaltlichen Ergebnisse hin. Und wenn wir das kippen wollen, müssen wir über Lehrertraining und über entsprechend intensive Workshop-Arbeit das machen. Wir haben die besten Erfahrungen, das kann ich also hier nur ganz deutlich sagen, im Grundschulbereich in Nordrhein-Westfalen gemacht, in Herford und auch in Leverkusen. Die sind nach etwa einem halben Jahr im Stadium der Routine gewesen, weil sie diese Lernspiralen fast im Schlaf entwickeln konnten. Es ist so etwas wie, wenn Sie so wollen, methodische oder pädagogische Logistik, die nachher herauskommt. Sie können mal die denkbaren Lehrer-Inputs durchgehen. Ich kann den Schülern einen Text geben, ich kann ihnen was erzählen, ich kann einen Vortrag halten, ich kann einen Versuch machen, ich kann irgendwelche Schaubilder einblenden, ich kann einen Film zeigen und so weiter. Jetzt gehe ich mal die Möglichkeiten durch, denn irgendwo muss Ausgangspunkt des Lernens ja ein Input sein. Wenn ich zu den alternativen Inputs solche Lernspiralen entwickelt habe, habe ich ein Grundmuster, was mir so im erblichen Sinne sofort als Handlungsmuster oder Ablaufmuster einfällt. Insofern ist es nachher im ersten Schritt egal, ob der Vortrag in Physik gehalten wird oder in Biologie oder in Deutsch. Das Ablaufmuster ist ähnlich. Ich kann es dann modifizieren, weil das natürlich nicht immer so in allen Details passt. Aber ich habe sozusagen Stegreifkompetenzen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, was ich damit meine mit diesen Stegreifkompetenzen. Wir entwickeln in den Workshops, im zweiten, dritten Workshop, innerhalb von 2 Stunden pro Lehrertandem, 4 Unterrichtsstunden einschließlich Anhang komplett. Wir gehen dann in den Workshops den Weg, dass wir beim nächsten Mal den Zeitansatz halbieren. Wir sagen, ihr habt nicht mehr 2 Stunden für 2 Doppelstunden, sondern noch 1 Vorbereitungsstunde für 2 Doppelstunden. Und das Interessante ist, die reden dann nicht so lange, sondern arbeiten stärker konstruktiv und entwickeln mit ein bisschen Übung auch in einer Zeitstunde, 2 Unterrichtsstunden, komplett nach diesem Muster. Und das ist etwas, was nach dem letzten doch imponiert. Wir machen es uns häufig zu schwer, auch bei der Unterrichtsplanung und Unterrichtsvorbereitung, indem wir zu penetrant auf der fachdidaktischen Ebene uns verhaken. Es war vor einiger Zeit für mich geradezu gespenstisch, da saß eine Gruppe von 6 Lehrern an einem Tisch, die wollten gemeinsam ein Arbeitsblatt entwickeln. Ich habe meine Augen nicht getraut. Und sie hatten sich völlig zerstritten wegen der Überschrift des Arbeitsblatts. Also Sie merken, warum es wichtig ist, auch Workshop-Arbeit zu trainieren. Also diese ganzen Abläufe so zu organisieren, dass sie auch effektiv werden. Daran wird gearbeitet. Ich will Ihnen ein zweites Beispiel jetzt im Schnellverfahren zeigen, das den PC aufgreift. Also eine Lernspirale mit Schwerpunkt PC. Die Schüler mussten zu alternativen Themen, die ausgelost wurden, bei 11. Jahrgangsstufe, mussten sie recherchieren. Also es gab insgesamt, es waren um die 24 Schüler, es gab 6 Wahlthemen. Jedes Wahlthema war 4-mal vertreten, sodass dann das Thema Diabetes bei 4 Schülern landete. Diese Schüler mussten zu diesem Thema Diabetes recherchieren und sollten dann anschließend mit Hilfe von PowerPoint eine Präsentation vornehmen. Wie war der zweite Schritt? Es gab wieder diese Nachhilfephase. Jetzt sehen Sie schon die Analogiebildung. Das ist ein Beitrag nachher auch zur Routinebildung.
Es gab diese Zufallsgruppen, das waren hier natürlich die vier Leute, die dieses Thema gezogen hatten. Die gingen jetzt zusammen, haben sachliche Fragen, Rechercheergebnisse nochmal geprüft und geklärt. Nächster Schritt dann, gleiche Gruppen Strukturmuster entwerfen, denn ein Strukturmuster, das nachher dann auf PowerPoint gefasst werden soll, zu entwerfen, ist ja nicht so leicht. Sie bekamen die Vorgabe, zwei PowerPoint-Folien haben sie zur Verfügung. Das war wieder die Rahmenlenkung, wie ich das vorhin sagte. Und nachdem der Entwurf gefertigt war, gingen diese vier Schüler, die das gleiche Thema hatten, in zwei Tandems zurück und haben dann diese PowerPoint-Folien erstellt. Also jedes Tandem hatte diese beiden PowerPoint-Folien zu dem eigenen Thema zu erstellen. Dann gab es von ausgelosten Tandems vorgetragen die Präsentation im Plenum. Also auch das Losverfahren ist wichtig, denn wenn man nachher fragt, wer will denn präsentieren, präsentieren diejenigen in der Regel, die es schon relativ gut können. Das hilft uns auch nicht recht weiter. Deshalb ist das Losverfahren ein ganz wichtiges Verfahren, weil das Los in hohem Maße akzeptiert wird von den Schülern. Das ist unsere Erfahrung über viele, viele Jahre hinweg. Und auf die Weise können wir so etwas wie Fordern in breiter Front auch sicherstellen. Dann gab diese Präsentation, wurde mit Video aufgenommen, Stichwort Präsentationstechnik üben. Und anschließend gab es, bevor dann das Video abgespielt wurde, erstmal spontane Rückmeldung zur inhaltlichen Seite der Präsentation, zur methodischen Seite und zur Visualisierung der Präsentation. Dann wurde, damit die Präsentatoren auch sehen konnten, ob denn die Rückmeldung der Mitschüler ihre Berechtigung hatten, wurde der Film gezeigt. Die hatten ein Zeitkontingent von jeweils 3 bis 5 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. So lange durfte die Präsentation nur dauern. Damit hatten wir dann 6 bis 10 Minuten, um dieses Video nochmal einzuspielen. Alle konnten sich das nochmal anschauen und prüfen, ob denn diese ersten Wahrnehmungen und Rückmeldungen berechtigt waren. Dann gab es anhand dieser Analyse, wie gesagt, Diskussionen und am Ende Kommentare und Tipps von Lehrern, sagte er. Also die Lehrperson ist eigentlich immer am Ende im Spiel. Vorhin habe ich das etwas schnell weitergeblättert, aber auch vorhin gab es eben Ergänzungen und Erläuterungen von Lehrerseite. Auch hier kann ich nur sagen, es ist nicht viel Vorbereitungszeit. Ich muss diese 4 Kärtchen schreiben, ich muss mir 6 Themen überlegen aus dem Fach, in dem ich arbeite, muss diese Themen jeweils 4-mal auf Kärtchen schreiben und das war's denn. Ich muss natürlich wissen, ob im Internet was zu finden ist, aber in der Regel ist was zu finden. Hier gab es dann eine CD-ROM noch, die muss man dann auch haben. Nur Fachlehrer haben in der Regel dieses Material. Es geht darum, dass die Schüler mit gängigen Medien und Materialien möglichst variantenreich arbeiten. Also auch das ist relativ rasch machbar. Basis des Ganzen ist dieses verstärkte Methodentraining, von dem ich vorhin sprach, also dieses Skill-Training. Ich will das mal im Überblick zeigen. Wir arbeiten mit Trainingswochen in der Regel, auch hier in NRW. Trainingswochen, in denen unterschiedliche Methoden dann für jeweils einen Tag systematisch geklärt werden, angewandt werden. In diesen Trainingswochen steht das Methodenlernen im Vordergrund. Also die Methodenklärung bildet den eigentlichen Lerngegenstand. Während bei dem Thema vorhin zum Leben der Ritter der Inhalt im Zentrum stand und der Inhalt systematisch abgeklärt wurde. Das ist der Unterschied. Wir haben gemerkt, wenn wir im Fachunterricht beiläufig die Methoden auch noch klären und absichern wollen, ist das ein Spagat, den wir nicht hinkriegen. Es ist eine ganz pragmatische Erwägung. Wir haben gemerkt, wir schaffen es nicht, den Inhalt sozusagen überzeugend abzuschließen, bis hin zum Hefteintrag und die Methode redundant zu klären. Ich kann doch nicht zum gleichen Text 3-mal strukturieren lassen. Wenn ich aber Strukturierungstechnik üben will, muss ich sie hintereinander 3-mal strukturieren lassen, zum Beispiel. Und dann muss ich die Texte floaten lassen, also die Inhalte wechseln. Das ist der Unterschied zwischen dieser Trainingsarbeit und der Pflege im Fachunterricht nach. Wenn man mal so ein Schuljahr betrachtet, da kann man sagen, maximal 2 Wochen sind mit dieser methodenzentrierten Trainingsarbeit ausgefüllt und 38 Wochen sind mit Inhaltszentrierung ausgefüllt. Also so gesehen relativiert sich das sehr, weil mir auch immer wieder vorgeworfen wird, der Klipper zieht außer Methoden gar nichts weiter. Das ist deshalb auch falsch, weil der Ausgangspunkt für mich die Frage war, wie kriegen wir die Inhalte in die Köpfe der Kinder? Das ist der Ausgangspunkt gewesen, warum ich irgendwann gemerkt habe, wir müssen mit Gaudig zu reden die Methode ernst nehmen. Der Schüler muss Methode haben, damit er die Inhalte begreifen kann. Das gehört zwingend zusammen. Eine mögliche Trainingsspirale, damit Sie sehen, dieses Konzept der Spirale wird konsequent fortgeführt. Thema Heftführung. Ich habe wieder was ganz Konventionelles genommen.
Alle ärgern sich über die unzulänglich gestalteten Heftseiten, nur zu predigen und immer wieder Tipps zu geben, das hilft bei vielen Schülern nicht wirklich weiter. Hier wird im Rahmen eines Trainingstages, und das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist Programm für 5 bis 6 Stunden, je nach Altersstufe. Es gab eine Vorbefragung zum Thema Heftgestaltung. Fällt dir das eher leicht, eher schwer? Warum? Dann haben die Schüler sich Notizen machen können und mussten vorne bei einer Punktabfrage dann ihren Punkt setzen. Nächster Schritt, es wurden Zufallsgrüppchen gebildet und die haben dann, im ersten Schritt noch, jetzt muss ich zurückgehen, gab es dann so eine Phase, Hyper Corner nenne ich das, die Schüler sind durch Losverfahren, Abzählverfahren in Zufallsgrüppchen zusammengeführt worden und haben dann im Raum gestanden und sich gegenseitig kurz berichtet, mir fällt es eher schwer, weil in welchem Fach fällt es mir besonders schwer, das ist ja nach außen ein Punkt. Dann kam der Nächste. Also einfach so eine Warm-up-Phase. Zweiter Schritt dann, die Schüler bekamen zu einem Thema, das ihnen geläufig war, das behandelt worden war in den letzten 3 Monaten. Zu diesem Thema bekamen sie eine defizitäre Heftseite, aber nicht aus dieser Klasse, sondern aus einer Klasse im Vorjahr. Das ist ganz wichtig, damit man Distanz schafft. Und nicht, dass die Kritik sich direkt an Schüler richtet, die da im Raum sind. Also sie bekamen eine unzulänglich gestaltete Heftseite aus dem letzten Jahr zu diesem Thema, das ihnen inhaltlich geläufig sein sollte. Diese Heftseite mussten sie neu gestalten. Versuchsweise. Es gab nicht erst Instruktionen, erstens, zweitens, drittens, sondern sie haben es im Trial-and-Error-Verfahren gemacht. Dritter Schritt dann, es wurden Zufallsgruppen wiederum gebildet. Die haben diese Produkte verglichen, die wurden auf Fußboden ausgelegt oder auf einem Tisch ausgelegt. Und interessant ist, wenn ich als Erwachsener 6 Schülerseiten nebeneinander sehe, sie sind sehr unterschiedlich. Die einen arbeiten stärker mit Bildern und mit grafischen Elementen, andere arbeiten stärker mit Schrift. Lehrkräfte, Erwachsene arbeiten in der Regel sehr linear, sehr stark mit Schrift, Schüler überhaupt nicht. Das ist auch eine interessante Sache. Deshalb sind unsere Tafelbilder häufig gar nicht so eingängig für die Kinder, weil wir anders Wissen strukturieren. Auch anders sozialisiert sind wahrscheinlich. Also hier ging es darum, dass die Schüler ihre unterschiedlichen Gestaltungsvarianten jetzt mal sichten und überlegen, was ist günstig und was ist weniger günstig. Und dann Regeln ableiten. Auf der Basis dieser Regelfindung bekamen sie dann zu einem Thema, das gerade dran war. Eine Seite in der Mittelstufe, also unteren Klassen 5 bis 7, 2 Seiten zum Thema zum Beispiel Ursachen der Arbeitslosigkeit in der 9. Klasse aufwärts. Und sie mussten jetzt einen Entwurf machen für eine Heftseite zum Thema Ursachen der Arbeitslosigkeit. Dazu mussten sie die 2 Seiten lesen. Bei den unteren Klassen war es ein Text zum Maulwurf, den sie einfach ausgewählt. Also sie können auch einen anderen Text nehmen. Den mussten sie dann auf diese Weise als Tafelbild fassen. Sie sehen hier, es wird erst ein Entwurf gemacht. Das ist deshalb wichtig, weil das sehr schwierig ist. Im Prinzip ist das eine hohe Anforderung, eine ganze Textseite in einem vereinfachten Schaubild zusammenzufassen. Damit haben manche Erwachsene schon ihre Schwierigkeiten, weil das die klassische Tafelbildleistung ist. So, deshalb erst Entwurf in Zufallsgruppen. Dann ging es darum, dass diese Entwürfe in diesen gleichen Gruppen dann nochmal reflektiert wurden. Also jeder Einzelne hat seinen Entwurf gemacht und dann wurde in dieser Gruppe reflektiert, was an den einzelnen Entwürfen verbesserungsbedürftig ist. Und dann ging es zurück in Einzelarbeit und jeder Einzelne musste auf der Basis der Anregung und der Dinge, die da zu sehen waren, seine Version gestalten, also eine Heftseite endgültig gestalten. Dann gab es so etwas wie einen Museumsrundgang, die verschiedenen Seiten wurden mit Tesagraptas an der Wand aufgehängt und dann gab es unten drunter ein Rückmelderaster. An dieser Seite finde ich besonders gelungen und bei dieser Seite gefällt mir nicht. Man konnte die Schüler während des Rundganges da was draufschreiben, wenn sie das wollten. Ein Feedback also. So gesehen hatten wir am Ende dieses Rundganges wieder verschiedene Impulse, worauf bei der Heftseitengestaltung zu achten ist. Am Ende gab dann der Lehrer wieder die Lehrerin mit Tipps und Verstärkungen und Erläuterungen. Dazu nehmen wir uns 5 bis 6 Stunden Zeit. Wie ist das sonst? Wir erwarten, dass die Kinder das auf wundersame Weise mit der Muttermilch aufsaugen. Es ist nicht an dem. Es gibt einige autodidaktische Lerner, nenne ich die, die aus eigenen Stücken dahinter kommen. Das sind die Schüler, die dann später erfolgreich sind. Ich finde es sehr schade, dass viele andere Schüler, die das auch könnten, zu wenig Gelegenheit bekommen, es zu lernen. Das Spiralkonzept, das ist der Schluss, hat viele Vorzüge und das will ich nochmal zusammenfassend sagen. Sie haben gesehen, hoffe ich zumindest, dass ganz vielseitig Methoden gepflegt werden. Also ich rede von Methodentraining und Methodenpflege im Fachunterricht. Es wurden unterschiedlichste Methoden, das war der fettgedruckte Teil jeweils,
gepflegt. Das ist ein Beitrag zur Stärkung der Lernkompetenz im weitesten Sinne. EFA, also das eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen, im Zuge dieser Lernspirale und Trainingsspirale ist mit vielseitigen Lernaktivitäten, aber auch Leseaktivitäten verbunden. Denn ich frage mich derzeit immer, was ist denn Leseförderung? Sollen wir jetzt psychologische Programme machen mit den Kindern? So nach dem Motto, das Selbstbewusstsein stärken, dann können sie auch lesen. Also ich denke, das wird es nicht sein. Sie müssen einfach häufiger lesen. Und wir müssen Leseanlässe schaffen, die zu einem produktiven Ergebnis führen. Also in dem Augenblick, wo die Schüler einen Text lesen müssen, eine Mindmap erstellen müssen, einen Vortrag halten müssen, anschließend nochmal im Plenum gefordert werden, entsteht ein Zweckbezug. Und Lesekonzentration und Lesefähigkeit kann sich dann nur entwickeln, wenn ich etwas mache mit dem Erlesenen. Und wenn es heißt, lese das mal durch und dann mache ich ein lehrergelenktes Unterrichtsgespräch und 3, 4 Schüler sagen etwas, die anderen müssen sich doch fragen, warum sie beim nächsten Mal wieder lesen sollen. Es gibt ganze Generationen, die morgens schon, wenn sie in den Bus steigen, wissen, wenn sie sich nicht melden, während des Schulvormittags werden sie wahrscheinlich auch nicht drankommen. Und wenn sie nicht drankommen, müssen sie das auch nicht machen. So gesehen gibt es sehr viel, wenn Sie so wollen, geistige Untätigkeit, Tag für Tag, ohne dass wir mit unserem Unterrichtsmuster dieses verhindern können. Durch diese Unterrichtsabläufe, durch diese Lernspiralen wird sozusagen Druck aufgebaut, Verbindlichkeit gefördert und auf diese Weise auch, wenn es um das Erlesen von Informationen geht, die Lesetätigkeit mit mehr Konsequenz eingeleitet. Die Lerninhalte werden variantenreich erschlossen, man muss geschrieben werden, gezeichnet werden, Vortrag gehalten werden, gefragt und geantwortet werden und. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten der Lerntätigkeit. Also wir haben Methodenvielfalt und gleichzeitig auch Vielfalt an Lernkompetenz fördern. Die Mehrstufigkeit, die Sie in dieser Lernspirale haben, sichert nachhaltiges Begreifen. Wir haben früher von Üben und Wiederholen gesprochen, das ist in jeder Lernspirale auch systematisch aufgehoben. Bei PISA kommt raus, Schüler wenden das Wissen zu wenig an. Genau das ist der Knackpunkt. In dem Augenblick, wo sie das Wissen mehrstufig anwenden müssen, entsteht natürlich auch ein anderer Tiefgang. Das heißt, über dieses Unterrichtsskript sichern wir auch eine gewisse Redundanz im Lernvorgang und fördern damit das nachhaltigere Begreifen. Es ist in diesen Lernabläufen Teamarbeit ganz systematisch integriert. Einzelarbeit, Tandemarbeit, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Tandemarbeit, Gruppenarbeit, immer wieder. So dass wir einfach durch die Häufigkeit der Anwendung, durch die Reflexionsphasen, Regelentwicklung, wir machen ja auch zur Teamentwicklung richtige Sockeltrainings, wird auch diese Partner- und Teamfähigkeit konsequent gefördert. Denn das ist eine Voraussetzung für das Gelingen des offenen Lernens, wie angedeutet. Diese Redundanzen, die wir eingebaut haben, fördern diese neuen Routinen. Erinnern Sie sich, ich habe am Anfang davon gesprochen, dass Lehrkräfte neue Routinen brauchen, aber Schüler brauchen die auch. Denn wir merken, dass gerade so in den oberen Klassen der Mittelstufe und auch zu Beginn der Oberstufe die Schüler zum Teil sehr entrüstet reagieren, wenn sie so lernen sollen. Sie sagen, früher haben wir doch von der Frau so und so auch gleich die Kopie bekommen, warum müssen wir denn bei Ihnen das Schaubild selber entwickeln? Also es gibt durchaus Widerspenstigkeiten aufgrund der Sozialisation bis dort. Deshalb arbeiten wir auch mit Lehrerteams, damit mehr Durchsetzungskraft auch da ist. Die Methodenvielfalt hilft, unterschiedliche Begabungen zu fördern. Ich denke, das ist klar geworden. Das tätige Lernen begünstigt nicht nur die Lerneffizienz, sondern begünstigt besondererweise auch schwächere Schüler. Wir haben davon auszugehen, dass nur etwa 5-10% der Menschen vom Begabungstypus hervorrangig verbal abstrakte Lerner sind, also ein ausgeprägtes Hör- und Sehgedächtnis besitzen, aber 90-95% vorrangig praktisch anschauliche Lerner sind. Und das ist mittlerweile auch eine Herausforderung für das Gymnasium, weil wir traditionell mit 6-8% des Schülerjahrganges universitäre Methoden praktizieren konnten, ohne dass das zum Problem wurde. Mittlerweile haben wir eine andere Schülerklientel in den Gymnasien, sodass sie auch andere Lernzugänge eröffnen müssen. Also die Forcierung des praktisch anschaulichen Lernens ist eigentlich ein Vorteil für alle. Die Lernspiralen tragen der neuen Standardsrechnung. Ich hoffe, dass das so ein bisschen auch durchgekommen ist. Das habe ich gerade gesagt, es ist doch noch ein Bild. Korrespondierende Lehrerfortbildung. Ich habe eingangs auch gesagt, wir brauchen das Unterstützungssystem. Wir müssen den Lehrkräften Gelegenheit geben, auch hier verstärkt für sich diese Routinen zu entwickeln. Wir arbeiten sowohl in diesen Modellversuchen hier in NRW als auch in anderen Bundesländern mit konsequenten Trainingsseminaren zum Methodentraining, zum Kommunikationstraining, zum Teamtraining, zu EFA im Fachunterricht mit interessierten Lehrkräften. Das sind Trainingsseminare, die Learning by Doing auch einschließen. Wir haben zum zweiten Workshops zum Erstellen solcher Lernspiralen, denn Routinebildung findet nicht statt, wenn wir das abstrakt begriffen haben, sondern wir müssen es tun, auch als Erwachsene.
Das dritte, es gibt Hospitationen der Teammitglieder. Also wenn wir zu sechs jetzt in Mathematik so eine Lernspirale entwickelt haben, ich probiere sie in meiner Klasse aus, wäre es doch schade, wenn die anderen fünf davon gar nichts mitbekommen. Sie haben ja mitentwickelt. Deshalb ist es in den Schulen eine klare Anregung, dass Hospitationskontingente den Lehrkräften auch gegeben werden. Also nicht der Einzelne bettelt lange und muss dann vom Kollegium erst das Spießrutenlaufen gebilligt bekommen, sondern jeder hat ein Recht, pro Jahr drei Hospitationsstunden in Anspruch zu nehmen. Also da gehen wir sehr stark diesen Weg der Kontingentierung, damit das mal so ein bisschen weggenommen wird von, ja, wie soll ich sagen, dieser Belastung des Kollegiums, solche Einzelnen, die dann noch hospitieren. Das kann es nicht sein. Also Hospitation und Unterrichtsbesprechung in Verbindung mit dieser Vorbereitungsarbeit müssen forciert werden. Es gibt dann so Schnuppertage, Studientage, wie man sie nennen wollen, mit ganzen Kollegen mit integrierten Hospitationen. Es gibt auch Evaluationsseminare, denn wir müssen jetzt auch andere Lernkontrollen konzipieren. Wir müssen andere Formen der Leistungsbewertung finden. Wenn wir Kommunikations- und Präsentationstraining, Teamtraining forcieren, müssen wir auch Teamfähigkeit, Präsentationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Visualisierungsfähkeit in die Leistungsbeurteilung, im Fachverstärk einbeziehen. So gesehen müssen wir hier viel weiter gehen als bisher. Und der letzte Punkt, wir brauchen Begleitfortbildung für die Führungskräfte, weil wenn ich eines gelernt habe, wenn nicht Rahmenbedingungen in der Einzelschule auch geschaffen werden, wenn nicht die Schulleitungen gutwillig dahinterstehen, auch verständnisvoll dahinterstehen und Wege ebnen und bahnen, entsteht sehr schnell die Frustrationssituation, man mag mich nicht, man will mich nicht, man unterstützt mich nicht, das ist tödlich. So gesehen brauchen wir systematische Unterstützung, nicht nur von außen, von den Fortbildungsinstitutionen, sondern auch innerhalb der Schule. Fazit, Unterrichtsreform ist möglich, sie ist auch alltagstauglich, nicht nur denkbar, sondern machbar, aber wir müssen es systematischer angehen. Wir müssen sowohl von Seiten der Führungskräfte die Unterstützungssysteme ausbauen, auch von Seiten der politischen Instanzen. Packen wir sie an. Danke.